Hallo zusammen, liebe Rundtalerinnen und Rundtaler. Wir sind heute exklusiv bei der Migros im M-Park Ebiken, wo vor wenigen Minuten jetzt gerade zum letzten Mal seine Tore geschlossen hat. Am besten checken wir es gerade schnell aus. Entschuldigung, wir sind hier jetzt schon fleissig am Zusammenräumen. Was macht ihr jetzt noch alles? Also wir müssen ja jetzt alles zuerst zusammenräumen und dann müssen wir auch noch alles anschreiben. Dann wird das halt jeweils in die Filiale geschickt und das ist halt schon eine grosse Arbeit. Das ist auch ein bisschen streng, die Kiste auch auf die Stösse zu tun. Was ist denn das für ein Team? Also wie viele sind jetzt hier noch am Arbeiten? Kann ich nicht ganz genau sagen, aber es kommen auch, also es sind auch ein paar aus anderen Filialen gekommen, die uns helfen. Und dann geht es eigentlich sehr gut. Wir jetzt noch die Fachleiterin von Migas im M-Park Ebiken interviewen. Frau Christen, Sie werden nachher auch die Fachleiterin von Migas im Le Mall of Switzerland sein. Was geht denn jetzt so durch den Kopf, nachdem wir jetzt den M-Park gerade vorher zum letzten Mal geschlossen haben? Ja, schon ein sehr spezielles Gefühl. Also eben schon heute Morgen, als ich ins Parkhaus gefahren bin, war es schon ein bisschen schwermütig. Und ja, es war das letzte Mal M-Park und ein weinendes Auge, aber wir freuen uns selbstverständlich auf das Mall. Unsere neue Lade. Wir dürfen wieder öffnen nächste Woche.